Also am besten hat mir die Nachtwanderung gefallen oder die Gemeinschaftkeit, also die heißt das so, Gemeinsamkeit im Lager, dass man halt immer zusammen irgendwas macht und ja, man hat irgendwie immer was zu tun. Ein neuer Zeltplatz, neue Spiele, neue Erfahrungen. Am Zeltlager hat mir am besten gefallen die Nachtwache, die war sehr actionreich und das Essen, das war auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Hui, einmal kurz verschnaufen, was für ein Lager, was für eine Nacht hier. Die Überfalle sind zwar gut verteilt, doch die Nachtwache ist besser organisiert. Also Daumen hoch für die Nachtwache, die ihr Banner bislang sehr gut verteidigt und gut bewacht. Da bleibt für uns Überfalle nur das Küchenzelt. Wir haben gerade eben diesen Kochtopf hier rausgeklaut. Leider war nichts mehr zu essen drin, also wird er uns nicht viel nützen. Aber wir greifen erneut an. Versprochen, wir kommen wieder. Also in der Nachtwache ist immer ziemlich viel Action, sprich Feuershow, Musik, also ziemlich laute Musik nämlich. Ja, zum Beispiel irgendwelche komischen Kinderlieder. Ja, oder Star Wars, genau. Oder Rammstein. Wer nicht hüpft, ist Überfaller. Hey, 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 wer nicht hüpft, ist Überfaller. Hey, 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 wer nicht hüpft, ist Überfaller. Hey, 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 hey. Also lustig fand ich immer die Spiele am Tag oder auch die Nachtspiele oder die Wasserschlacht am Zeltplatz. Ja. Naja, also das Beste eigentlich immer das Gemeinschaftsgefühl in der Natur, dass man was erleben kann. Eltern sind ja nicht dabei, deswegen kann man richtig die Sau rauslassen, hat mal richtig Spaß die ganze Woche, kann abschalten. Okay, ihr bekommt auch jede Menge Schlaf. Natürlich, in der Nachtwache ist ja so, dass wir uns immer abwechseln mit der Nachtwache. Das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht die ganze Nacht wach bleiben oder so, falls es irgendjemand denkt. Für mich immer so ein paar wichtige Sprüche am Zeltlager. Also es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung natürlich. Oder Vorsicht in der Nacht, wenn es beim Überfall laut kracht. Ja, Überfall gehört dazu. Ein bisschen Spaß natürlich, wenn uns befreundete Jugendgruppen angreifen und da halt ein lustiges Nachtspiel machen. Ist ja auch, wie gesagt, Zeltlagerspiel, der Überfall. Oder andere Geländespiele tagsüber so. Sturm auf die Rebecca oder der Fahnenklau, der traditionelle. Wo man halt dann durchs Gelände robbt oder sprintet und da dann recht viel Gaudi hat. Andere natürlich Wasserschlachten, Besuch im Freibad und so weiter. Ist eigentlich immer was Gutes für jeden dabei, Spiel und Spaß, Kartenspiele bei schlechtem Wetter oder einfach so in der lustigen Runde Menschenladen und so weiter. Erste Sahne. Also ich hatte den Grabsteinfuzzi als Zeltnachbar und wir haben eigentlich ganz gut zusammen hausen können. Also wir haben heuer einen neuen Zeltplatz, der liegt bei Olspitz, das ist so eine Wanderregion beim Walberler, mitten in der fränkischen Schweiz. Und das Geile ist, der ist auf einer Anhöhe gelegen, man hat Sicht auf die Landstraße, also sieht man schon, wenn Angreifer, Überfaller kommen, das ist schon mal der Pluspunkt. Außerdem hat man Kontakt zum Dorf, finde ich auch ganz spannend. Wir hatten schon lange keinen Zeltplatz mehr, wo das Dorf wirklich unmittelbar in der Nähe ist. Diesmal ist es so, wir sind 300 Meter oder höchstens 400 Meter daneben dran, haben Sicht aufs Dorf, liegen oberhalb, können auf das Dorf runterblicken. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Dorfgemeinschaft uns so annimmt. Die müssen ja eigentlich auch so ein bisschen Zeltlager verrückt sein, wenn die da jedes Jahr eine Zeltgemeinschaft aufnehmen oder eine Zeltlager beheimaten für eine Woche. Und das andere Gute ist natürlich, dass ein Wald gleich in der Nähe ist, deswegen hat man genügend Schatten und es wird, denke ich, ein sehr, sehr geiler Zeltplatz. Und ich freue mich einfach auf die Erlebnisse, auf die Geschichten und auf die Personen, die wohl heuer auf das Zeltlager mitkommen und hoffe einfach auf eine geile Woche und gutes Wetter und der Rest kommt von alleine. Bringt Gaudi mit, bringt euer Privatzelt mit. Wenn ihr kein Zelt habt, geht ins Gruppenzelt und dann wird es eine super Woche. Das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Die beste Woche vom Jahr, muss man erlebt haben, ganz klar. Jetzt geht's los. Einfach mal kurz auf die Homepage klicken, zeltlager-simmelsdorf.de. Da findet ihr eure Anmeldung zum Downloaden und Ausdrucken. Einfach ausfüllen und abgeben hier bei der Jugendleitung in Bühl oder bei einem anderen Vertreter der Jugend. Und dann seid ihr dabei beim Sommerzeltlager 2016. Und wenn ihr lustig seid, einfach Freunde und Freundinnen noch dazu einladen, eure besten Kumpels, ladet sie mit ein in das Zeltlager, denn dann wird die Woche noch geiler, als sie sowieso schon ist. Also, das wird der Hammer, 1. August geht's los, Zeltlager 2016, wir sind dabei, wir sehen uns.